Sifatul Mizan, wie sieht Al-Mizan aus? Al-Mizan, wie sieht das aus? Lahu kaffatan, wie man auch weiß. Da hat zwei Schalen. Ja, zwei Schalen. Ja. Walisanun, subhanallah sogar, hat auch eine Zunge, er kann auch reden. Weil es gibt immer manche Leute, die sagen, wie kann sein, dass ein Waage in Yawm Qiyamah auch redet? Achi, Sachen, die in Yawm Qiyamah sind, ist nicht wie die Dunya. In Yawm Qiyamah, du siehst deinen Vater neben dir, achtungslos. Er sagt dir, Achi, oder mein Sohn, ich habe für dich alles gemacht. Warum? Weil du weißt selber nicht, wo du hingehst. Diese Liebe geht weg. Geht weg. Du bekommst das erst, wenn du mit ihm im Paradies wieder sei. Dann bekommst du wieder diese Liebe. In Yawm al-Qiyamah, es gibt nur Nafsi, Nafsi. Keiner kennt andere. Kommt deine Mutter, sagt, bitte gib mir nur ein Hasana. Kann sein, wegen dieser Hasana bist du weg. Deshalb, in Yawm al-Qiyamah gibt es Sachen, kann man nicht mit hier vergleichen, mit Dunya vergleichen. Qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuda'u al-mizanu yawm al-qiyamah. In Yawm al-Qiyamah kommt al-mizan, diese Waage. Falaw wuzina fihi as-samawati wal-ardu lawusi'at. Subhanallah. Wenn du auch auf diese Schalen die sieben Himmel und die Erde drauf machst, wird das reichen. Das heißt, wie groß ist diese Waage? Subhanallah. Hakada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu al-malaika. Al-malaika werden sogar auch sagen: ja Rabbu, liman hada? Für wen ist das? Fayaqulu Allah azza wa jal: liman shi'tu min khalqi? Fataqulu al-malaika: subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanallah. Das heißt, die Engel, die werden sagen: warum ist diese Waage groß? Sagt Allah Azza wa Jalla für die Menschen, die ich erschaffen habe. Al-Malaika, die werden sagen: Subhanaka ya Rabb, wir haben dich nicht richtig angebetet. Allahu Akbar. Obwohl die Malaika sind, Engel sind. Und wir wissen, dass die Engel also fehlerlos sind. Die machen keinen Fehler. Sie sind ma'sumin. Die essen nicht, die heiraten nicht. Wenn die reden, die reden nur mit Tasbih und Takbir und so weiter und so fort. Und trotzdem in Yawm al-Qiyamah, die werden sagen: ma abadnaka haqqa ibadatik. Wir haben dich nicht richtig angebetet. Wir haben auch oft gesagt, dass es gibt einen extra Engel. Allah Azza wa Jalla hat sie erschaffen, seit Allah die erschaffen hat, die sind nur beim Beten. Für Ruku'i und Sujud bis Yawm al-Qiyamah. Und in Yawm al-Qiyamah, die werden auch gleich auch sagen: ma abadnaka haqqa ibadatik. Wir haben dich nicht richtig angebetet. Als Menschen, wenn wir nur pünktlich Fajr gebetet haben, wir denken, wir haben alles gemacht. Wir sind die Besten, subhanallah. Al-Malaika, die sind nur bei Tasbih, beim Ruku', beim Sujud. Und in Yawm al-Qiyamah, die werden sagen: ja Allah, wir haben dich nicht richtig angebetet. Subhan al-Khaliq. Sifatu al-Mizan, wie gesagt, ist eine große Waage. Und Hadithu, rawahu al-Mundhiri fi al-Targhib wa al-Tarhib.